Hallo und Glück auf, wir sind im Jahr 1988 und wir sind wieder in der DDR auf der LBG Schwarzen Pumpe. Mit dabei ist der Mike, der sitzt hier vorne im grünen ZTE. Hallihallo, hallöchen. Und ja, ich war jetzt gerade nochmal beim Freddy drin, hab mir nochmal einen 5 Liter Kanister Öl mitgenommen, weil der säuft irgendwie das Öl, so wie andere das Bier. Und ja, wollen wir hier auf dem Acker. Wir haben jetzt extra schon mal den Traktor etwas verbreitert, weil wir müssen heute grubbern. Da haben wir hier die Zwillingspflegebereifung aufgezogen. Der Freddy. Ja, ich habe ein bisschen mitgeholfen gestern. Haben wir ja gestern schon gemacht. Willst du den blauen oder den grünen? Na, ich hätte dann schon gern den blauen, oder? Das ist ein bisschen... Oder wollen wir Harlekin machen? Nein. Da geht bloß wieder... Am Stammtisch zerreißen sich wieder das Maul. Ein ganz schönes Geschoss hier, ne? Ja. Mal gucken, wann ist das... Kann man den irgendwie noch zuklappen? Nee. Nee. Der ist so breit. So. Sehen, dass wir nicht bei der Else wieder am Gartenzaun hängen bleiben. Was heißt wieder? Ja, ich bin da was entgangen. Ja, ich bin da in der Vergangenheit mal eng geblieben. Aber ich habe das mit einem großen Karton Eier wieder gut gemacht. Seitdem schimpft sie auch nicht mehr mit mir. Mhm. So, welches Feld müssen wir denn? Ich fahre dir einfach hier hinterher. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ja, das ist... Ich sag nichts. Ja, Feld 9. Feld 9. Du hast doch mit dem Chef ausgemacht. Ja, hab ich vergessen zu sagen. Ich dachte, du kommst eh hinterher. Ja, mach ich ja auch, aber... Manchmal willst du schon mehr wissen. Ich weiß. Ja. Und eigentlich hat auch... Nein, nee, ich sag's nicht. Nein. Eigentlich hat auch. Nee. So. Oh. War denn hier drauf? Das sieht aber recht vergammelt aus, alles. Ja, da war jetzt schon länger nichts mehr drauf. Und meine Güte, da muss wieder geregnet haben. Hier ist ein Schlamm. Ja, wie fangen wir denn am besten an? Was meinst du denn? Meine Mitte einmal durch und dann links, rechts, nach oben, unten? Oder einfach... Würde ich sagen, dass wir einfach entweder von oben nach unten, das sind die längsten Bahnen. Unten halt schön Platz lassen, viel Vorgewände, dass wir ordentlich drehen können. Am Fluss, am Bach. Ja. Fluss ist vielleicht übertrieben hier. Naja, oder? Wenn es nochmal so regnet, dann wird es wieder ein Fluss. Ja. Ja, würde ich denken, dass wir das so machen. Und dann nehmen wir uns jeder eine Hälfte vor und dann läuft das schon. Hoffe ich. Ja, heute ist er wieder optimistisch. Ja. Kann ja nie jeden Tag hier nur schwarz malen. So, muss mal gucken, damit ich die kleinere Hälfte erwische. Aha, das hat er wieder gehört, ne? So, warte mal. Ich hau das Ding mal hier im Boden. Und fahr einfach mal los. Uiuiuiuiui. Nö, geht.
zieht er doch gut durch. Verstehe jetzt bloß nicht, wieso die so schief bei mir hinten dran hängt. Schief? Ja. Oder da irgendwas aufklappen oder? Nö, eigentlich nicht. Rein. Was hat er gesagt? Rein in den Boden. Rein und los. Jetzt hängt sie wieder gerade. Ach, da hat die Hydraulik irgendwo rumgesponnen. Jetzt läuft sie sauber nach. Nö, doch nicht. Bei dir läuft sie sauber hinterher? Ja. Warte mal, ich muss mir jetzt ansetzen wieder. Jetzt geht's. Perfekt. Jetzt schon, aber. Vielleicht habe ich auch ein bisschen einen schiefen Blick heute. Du warst gestern noch länger in der Kneipe. Ich bin ja vor dir gegangen. Wie lange hast du denn noch ausgehalten? Ging noch ein Stück. Ging noch ein Stück. Hab dann noch einen Freddy ein bisschen unter die Arme gegriffen auf dem Heimweg. Also bei mir läuft die Ecke nicht sauber gerade hinterher. Ich bin da nicht verrückt. Hast du die Schläuche? Warte mal. Warte mal, da habe ich doch geguckt. War alles dran. Ja, dran ist nicht immer dran. Da musst du auch mal gucken, ob das richtig reingeht. Oder hast das Ding schon wieder verbogen? Ich habe nichts verbogen. Wir werden es jetzt gleich nochmal austesten hier. Los ist. Ist komplett schief, jetzt zieht sich gerade. Zieht sich's gerade. Ja. Weiß gar nicht, wo das Problem ist. Na, jetzt funktioniert's. Dann war vielleicht doch irgendwo was nie richtig dran. Möglicherweise. Möglicherweise. So. Naja, bloß gut, dass man da einen Kollegen hat, der sich ein bisschen da noch besser auskennt. Also ich weiß auch nicht. Ich bin da manchmal vielleicht auch ein bisschen voreilig. Einfach dran und los, aber Ja, das ist dann nicht die Iris, hä? Ja, das ist dann schon ein bisschen. Nö, das da kannst du nicht einfach ran und los hier. Iris. Ja. Was machen denn die Knirpse? Ja, die sind doch. Die Knirpse. Du hast ja bloß einen. Ich hab ja die Knirpse. Genau. Was macht denn der Marcel? Oh, der wächst und gedeiht, der geht jetzt im Kindergarten. Und ja, macht sein Zeug. Gefällt ihm gut dort. Will immer gar nicht nach Hause, weil er sagt, oh, ich will mit den anderen Kindern noch spielen. Und naja, ist jeden Tag ziemlicher Kampf, den da rauszukriegen. Sonst ist es doch meistens umgedreht, die Kinder dahin zu kriegen. Oh, nee. Es gefällt ihm gut in seiner Gruppe. Ja, meine sind jetzt die erste Woche erst im Kindergarten. Aber, das ist halt was anderes. Die beiden haben sich immer. Das ist da nicht so schlimm. Wenn die da auch irgendwo neu sind, die sind immer irgendwie zusammen und halten da wie Pech und Schwefel zusammen. Ja, das glaube ich gerne. Und da haben wir meistens auch keine Probleme. Also bis jetzt läuft, die erste Woche ist gut gelaufen und ja, jetzt will jetzt auch wieder arbeiten. Aha. Also die hat ja geht dann wieder zur ACZ ins Büro. Ja, also ich muss sagen, seit der in den Kindergarten geht, Iris auch deutlich entspannter, weil sie eben dann auch am Tag mal Freizeit hat. Wobei sie geht ja schon wieder
einen halben Tag in Konsum arbeiten. Naja. Ich muss doch sagen, ich habe sie doch letztes Mal schon da im Konsum wieder am Arbeiten gesehen. Nö, nee, halbe Tag. Ist jetzt ein bisschen blöd, kann aber nicht mehr mit so viel Bier holen im Konsum. Ja, muss wieder gut, zum anderen Konsum gehen. Ja, ja. Das ist richtig. Ja gut, im Prinzip klappt es aber ja auch in der Brauerei ganz gut, ne? Ja, ja, meistens schon, aber ab und zu ist der Kasten für die Woche mal weg und dann... Oder kriegst noch Besuch, weißt du, da willst du ja auch nicht immer das Beste rausholen, hier richtig. Noch Besuch. Tja, und der Kasten ist manchmal schon leer, da ist die Woche noch gar nicht bei der Hälfte angelangt. Mhm. Ah, ich dachte, das geht bloß mir so. Nö, nö. So, aber läuft doch gut mit den Teilen hier. Die haben wir ja auch noch nicht so lange, die Scheibenecken. Na, der hat ja neue Chef besorgt. Die waren noch in der LPG Hohen Tanne. Die haben da eigentlich rumgelegt. Aha. Also, die haben solche auch, aber die haben irgendwie 6 Stück im Gebrauch und 2 neue hatten sie noch rumzuliegen und das weiß der natürlich, oder? Oh. Und dann geht er mal ruckzuck das Telefon und dann haben wir da gutes Equipment hier. Tja. Ist schon alles besser geworden. Also ich traue unserem Alten keine Träne hinterher. Ich auch nicht. Ganz ehrlich so. So. Ja. Hier weiter so. Rundrum düsen, da ist das ja mal fix gemacht hier. Haben wir ja noch. Wissen nicht, zum Mittag in die Kneipe, was denkst du? Die haben heute Schnitzeltag. Ja. Da bin ich dabei. Das wäre doch mal was. Das wäre ganz gut. Schnitzel, Bierchen dazu. Ach, herrlich. Also ich habe auch gefragt in der Kneipe. Also der neue Chef ist noch nicht gesehen worden dort. Also wahrscheinlich... Wie du schon sagtest, er ist mit dem Alkohol nicht ganz so dicke. Ja, das ist ja gut. Bleibt mehr für uns. Ja. Das stimmt auch wieder, aber... Sag ja, mit den Überstunden ist jetzt auch besser geworden schon, also sind immer noch viel zu tun und es gibt immer noch Stunden, aber es ist weniger, oder habe ich mir das bloß eingebildet? Nee, das ist schon so. Und vor allen Dingen, mit ihm kann man jetzt auch mal reden, wenn man doch sagt, du pass auf, dort ist mal zu Hause, muss ich mal dringend was machen oder das und das. Hat er schon Einsehen, wenn jetzt nicht gerade Erntezeit ist. Ja, das ist klar. Erntezeit ist spezielle Zeit. Ja, eben. So, jetzt habe ich eigentlich nur noch hier den kleineren Teil. Da sind wir doch gut vorangekommen. Das klingt nach Schnitzel. Definitiv. Ja, fast denken, dass ich die kleinere Hälfte habe. Hm. Aber jetzt keine Absicht. Mal so. Naja. Ist halt jetzt. So. Boah, ich kann dir ja auch noch schwierig einzuschätzen, ja, hier ist noch viel Vorgewende zu machen. Ach, kann der auch mit rüberkommen und dir noch mithelfen, wenn er übrig ist. Also ich habe noch 3-4 Bahnen hier.
Aber die sind halt kurz. Ja, mach doch gerade noch das Vorgewände oben an der Straße und kommst nachher hier unten noch dazu. Mach mal so. Okay. Aber ich finde, die Reifenkombination ist ganz gut hier, ne? Also Traktion hat das Ding ordentlich. Ja. Sag jetzt, die normalen Zwillingsbereifung wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen zu dick gewesen. Ich auch so sehen, das wäre übertrieben. So, komm her. Habe ich jetzt? Ist bei mir komplettes Lenkrad blockiert. Du doch abgeschmiert erst. Wollte er das? Was ich dir noch sagen wollte, pass auf, da hinten, da waren doch diese Schlammlöcher da hinten am Wald. Weißt du noch, wo wir mal mit dem Drescher die Probleme hatten? Naja. Dich da nie festfährst. Na, die Kante beim Wald habe ich schon gemacht. Ach so. Und in der Luft ist heute wieder was los. Wie jeden Tag hier. Hast du denn was gehört vom Borkenkäfer? Ja, das habe ich gehört. Das stand auch in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob du das nicht gelesen hast. Das war ein kleiner Artikel. Die haben ganz, ganz übelste Probleme mit dem Borkenkäfer hier. Nicht, damit es da mal Kahlschlag gibt oder so. Ja, eben. Aber der Förster hat auch gemeint, den hatte ich letztens im Dorf getroffen, in seinem Revier sind es ungefähr so 30% der Bäume, die stark befallen sind. 30%? Ja. Ja, du hörst ja auch, also wenn du spazieren gehst am Abend oder so, dass irgendwo Buttersäge unterwegs. Weiß nicht, ob die da schon roden. Kann ich nie sagen, also da... Ich glaube, die kaputten müssen sie ja rausschneiden, habe ich mal gehört. Dann. Naja, also da hat er mir nichts erzählt dazu. So, dann mache ich jetzt hier, also brauche ich am Wald runter gar nicht fahren dann. Da hast du wohl schon alles. Da habe ich schon alles. Drehe ich gerade herum. Oh. Oh. Dann noch mal zurück und dann bin ich hier oben an der Straße auch fertig, würde ich sagen. Oder vielleicht noch eine kleine Bahn. Eine kleine Bahn? Eine kleine Bahn. Boah. Sag, wenn du da an das Gegrubberte reinfährst, ich sink's komplett ein. So weich hier der Boden. Auch hier die Schlammlöcher hier. Ich bin jetzt gerade am Wenden hier. Wir haben auch zu tun gehabt, dass ich wieder rauskam. Ah, hier werde ich nochmal zurückfahren müssen. Das reicht nicht. Gut. Was macht denn eigentlich der Stift heute? Ist der, war der nie auch nochmal bei uns heute eingeteilt in der LBG? Irgendwie zum Aushelfen? Der ist, soweit ich weiß, bei Freddy in der Werkstatt heute eingeteilt. Oh, 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 oh. Der soll da ein bisschen Maschinenkunde heute beigebracht bekommen, damit er so ein bisschen weiß, wie das eigentlich technisch so funktioniert, damit er so technisches Verständnis bekommt. So habe ich das gehört.
haben sie heute Morgen in der Kantine erzählt. Hauptsache, nichts gegen Freddy, aber nicht, dass der Freddy den einfach wieder bloß Bier holen schickt. Ja, da weiß er jetzt, wie es geht. Das habe ich ihm ja schon beigebracht. So, brauchst du doch mal Hilfe da unten? Würde ich noch runterkommen. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Weil ich jetzt wahrscheinlich dir dann irgendwie entgegenkomme. Das muss ja nicht sein, dann bleibt hier. Du musst gerade sehen, dass ich nie in dem Schlammloch hier zum Anhalten komme. Stelle ich mich mir an den Rand und dann... Machst du da einen bunten? Naja, einen bunten vielleicht nicht. Ich würde schon mal schauen. Nach dem Öl. Ich habe den Kanister noch mitgenommen. Stab ziehen hier. Aber keine Panik, alles gut. Das sollte ja jetzt bei den Trecker auch noch kein Problem sein. Tja, also bis jetzt hat er mehr Öl gesoffen wie die alten. Super Teil. Oh. Wahrscheinlich Montagsproduktion. Ich habe gar kein Problem hier mit dem. Wie gesagt, ich bislang auch nicht. Aber Freddy hat gemeint, nimm mal noch 5 Liter Öl mit. Sicher ist sicher. Aber gut, das ist auch... Guck mal, Freddy geht auch so auf die 50 zu. Das ist eine alte Schule. Besser man hat's dabei, als wenn man dann... John. Genau. Sieht doch schon mal gut aus hier. Er ist auch gleich fertig. Ich krieg nämlich ganz schön Hunger jetzt. Oh ja. Ich geb Gas. Ich geh lieber mal rüber jetzt. Er nimmt's wörtlich mit dem Gas geben. Meine Herren. Volle Kanne. Schnitzel wurde mir versprochen. Ja. Ist vielleicht bloß blöd, wenn wir mit dem Traktor direkt neben der Kneipe irgendwo parken. Wir sollten vielleicht noch den Grubber abhängen und dann entweder wir laufen um die Ecke, ist vielleicht das Beste. Oder? Sind wir nicht hinterm Konsum oder so stehen? Weiß ich nicht, ob wir da genug Platz haben mit dem Grubber-Dingens da. Scheibenecke. Biermas. Oh. Dann probieren wir es aus. Oh, ein Schmodder. So. Geht los. Hinterm Konsum, hat er gesagt. Na, mal gucken. Ob wir da noch ein Plätzl finden. Schönes. Na klar. Wobei, hinterm Konsum ist eigentlich blöd, ne? Du weißt, wer im Konsum ist. Ach nee, Quatsch. Er hat ja heute früh gearbeitet. Ist ja jetzt zu Hause. Die holt ja den Marcel aus dem Kindergarten. Was? Da fahren wir jetzt einfach hier rein. Fahren wir noch hier den jungen Herrn vorbei. Oh. Bin am Rand. Der Mike der Platz. Immer noch einen Meter vor. Ich stelle mich einfach hier an der Straße. Oh. Sehr schön. Oh, du stehst sogar noch im Schatten hier, hast du's? Okay, ja, gut. Los, wir machen jetzt fix rüber hier, weil
Nicht, dass die Kollegin von der Iris uns sieht, dann gibt's wieder bloß Palaver. Darfst sonst nicht Schnitzel essen? Hast du Schnitzelverbot? Kein Schnitzelverbot, aber die weiß ja, dass das Schnitzel doch ein bisschen runtergespült werden muss. Und naja, das gefällt ihr halt nicht so richtig. Ich soll das ein bisschen einschränken mit dem Bier, hat sie gemeint. Und naja. Ich verstehe es gar nicht. Ja. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und hauen uns die Bäuche voll. So machen wir das. So machen wir das. Also, ich würde sagen, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Hoffen, euch hat es etwas gefallen, die Folge. Wenn ja, lasst uns gerne ein Däumchen da oder ein Abo, wer es noch nie gemacht hat. Und ja, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.